Willkommen zu unserem Webinar. Wir sind Luisa, Luis und Nick, okay. und wir machen ganz spontan ein How-to-Netzstreik-Webinar. Und zwar aus der Feststellung heraus ist es morgen Netzstreik. Und zwar, das heißt, der erste globale Klimastreik, den wir digital umsetzen. Und es wirft natürlich ganz viele Fragen um. Auf den Straßen haben wir jetzt fleißig Streiken geübt, können das jetzt eigentlich ziemlich gut, aber wie funktioniert Netzstreiken? Was ist das? Warum macht man das? Das, was wir heute besprechen wollen und euch erzählen wollen, schautet an der Stelle an meine Großmutter, die mir gestern völlig aufgelöst schrieb, sagt, Luisa, was ist Netzstreiken? Wie kann ich da mitmachen? Das heißt auch, ja, in dem Zug ist diese Idee entstanden. Genau, und wir fangen an. Der Luis wird am Anfang etwas erzählen zu der Idee Netzstreik, Klimastreik, was passiert morgen alles, wie wird es organisiert, wo seid ihr alle gebraucht? Nick wird dann etwas erzählen zu der Frage, wie sorgen wir denn für unsere Sichtbarkeit morgen? Normalerweise sind wir auf der Straße und dann sind wir unübersehbar. Wie funktioniert sowas im Netz? Nick ist unser Digitalexperte bei Fridays for Future und organisiert unter anderem unseren Twitter-Account. Melde ich euch noch bei ihm, falls ihr unzufrieden damit seid. Und dann zum Schluss werde ich etwas erzählen über die politische Tragweite von einem Tag morgen. Warum müssen wir denn eigentlich morgen super laut sein? Was bedeutet das? Was steht dahinter? Was wollen wir? Genau, so sieht's aus. Falls ihr auf YouTube dabei seid, wie die meisten das sind, es gibt da ein Kommentarfeld auf YouTube, aber Disclaimer, wir gucken da nicht so richtig aktiv rein, glaube ich. Oder? Tun wir das? Ich glaube. Aber ihr könnt euch da, oder vielleicht machen wir das kurz. Das machen wir am Ende. Am Ende gucken wir da mal rein. Wir kriegen jetzt gerade die Meldung, wir gucken da rein. Also ihr könnt in das YouTube-Kommentarfeld Fragen reinstellen, wir probieren darauf einzugehen. Und jetzt geht's los mit Luis. Jawohl, genau. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir dieses Webinar machen, damit alle nochmal klar bekommen, wie machen wir jetzt genau mit, weil das Internet ist groß, da kann man sich auch verlaufen. Angefangen hat alles mit den Bayern-Streiks, denen wir auch bundesweit waren, Streiks angemeldet zur Kommunalwahl in Bayern, weil wir in der Vergangenheit immer gesagt haben, jede Wahl, die jetzt stattfindet, ist entscheidend, weil in den nächsten 5 Jahren die Weichen gestellt werden müssen, damit wir noch unter 1,5 Grad bleiben wollen. Das war uns also ein Herzensanliegen. Wir haben aber trotzdem entschieden, diesen Streik zu verlagern ins Netz, ins Internet. Das war sozusagen unsere Premiere, wo wir gesagt haben, wir streiken komplett online, um absolut auszuschließen, dass irgendeine Infektion stattfindet auf unseren Demos, bei der Organisation von den Demos und so weiter und so fort. Und das war für uns nicht einfach, das war ein großer Schritt, aber im Nachhinein sind wir natürlich, freuen wir uns, dass wir da unserem so Credo treu geblieben sind. Wir hören auf die Wissenschaft und als die Wissenschaftler gesagt haben, das wird jetzt ein dickeres Ding, das wird auch für uns alle richtig kritisch, haben wir uns sofort entschieden, die eben ins Netz zu verlagern. Und da sind wir auch erfolgreich aktiv. Jeden Freitag haben wir unsere Netzstreiks mit verschiedenen Mitmachaktionen. Das Zentralste ist sicherlich, dass es gibt ganz viele große Zoom-Calls, wo Aktivistinnen aus der ganzen Welt jetzt zusammenkommen, was großartig ist, weil das war davor natürlich nicht möglich, weil wir nicht die ganze Zeit um die Welt fliegen, aber so übers Internet haben wir das nochmal neu zu schätzen gelernt. Und dann machen wir vor allem Fotos von uns und unseren Pappschildern, und die wir normalerweise auf die Demo bringen würden, und posten die unter dem Hashtag Netzstreik fürs Klima im Netz. Das kann man in jedem Fall jeden Freitag machen, und für den globalen Klimastreik haben wir auch auf unserer Webseite, die ich jetzt gleich einmal mit euch teilen werde, einiges eingerichtet für euch, wie ihr mitmachen könnt. Da gibt es zum einen unsere Streikkarte, weil wir eben gedacht haben, hey, normalerweise sagen wir immer 600 Ortsgruppen machen mit beim globalen Streik, es sind total viele Leute dabei. Wie können wir auch jetzt zeigen, dass uns auch in der Corona-Krise das Klima weiter bewegt? Das hat uns ja davor bewegt, das ist uns jetzt genauso wichtig. Wir haben jetzt eine viel direktere Krise hier, die wir auch adressieren. Und trotzdem muss es beim Klimathema vorangehen und ist ja auch komplett möglich. Und deswegen sagen wir streiken online. Da gibt es diese Streikenden-Karte. Ich glaube, ihr seht die jetzt alle. Wir haben dort jetzt schon über 50.000 Einträge. Wenn ihr euch alle nochmal eintragt, falls ihr nicht schon eingetragen seid, dann haben wir noch mehr Leute. Und damit sagt ihr sozusagen, ich bin dabei, ich nehme am Klimastreik teil. Beziehungsweise bei mir zu Hause findet ein kleiner Klimastreik statt. Ich bin am Freitag mit meinem Pappschild am Start. Und da kommt auch schon der nächste Punkt. Ihr seid nämlich dann beim Livestream dabei. Das Programm, was wir normalerweise auf den Demos haben,
ist jetzt wird bei unserem Livestream gestreamt. Das ist natürlich ein viel krasseres Programm, weil sonst haben wir verschiedene Städte, wo wir alle irgendwie bestücken müssen. Und diesmal konnten wir wirklich aus allen Städten die Kräfte bündeln für diesen Livestream, um da wirklich ein ganz krasses Programm aufzusetzen. Das beginnt morgen um 12. Also seid alle morgen um 12 wieder ähnlich wie jetzt auf YouTube dabei und schaut unseren Livestream. Aber es ist eben nicht nur ein Livestream, sondern es ist eine Demo. Das ist total wichtig. Das heißt, das Wichtigste ist natürlich die Interaktion. Die letzte Sache, die ich euch noch zeigen wollte, das ist hier der Profilbildgenerator. Haben wir ja auch für jeden globalen Klimastreik. Da ist jetzt Greta drauf, da könnt ihr draufklicken und euer eigenes Bild hochladen. Dann habt ihr auch so ein Profilbild mit euch. Das Wichtigste ist aber nochmal sozusagen der Livestream. Der Livestream ist nicht einfach ein Livestream wie jeder andere, sondern es ist unsere große Demo. Und jeder, der sich bei der streikenden Karte eingetragen hat, der gesagt hat, ich bin dabei, der mit seinem Schild dabei ist, kann dann an dem Klimastreik teilnehmen und wir werden da gemeinsam auch interaktive Sachen machen. Wir werden gemeinsam Fotos machen mit unseren Schildern und die alle zum gleichen Zeitpunkt posten. Und damit werden wir wahrscheinlich die größte oder ganz sicher die größte Online-Demo aller Zeiten sein. Das waren jetzt sozusagen alle die positiven Sachen und mega viele coole Sachen. Aber ich glaube, was man auch sehen muss, ist, dass im Internet natürlich, weil es so groß ist und weil man sich verlaufen kann und viele Leute sich da verlaufen, auch die Gefahr läuft, dass man irgendwie sehr in der eigenen Blase bleibt. Und was Fridays for Future immer so unglaublich stark gemacht hat, ist ja, dass wir darüber hinausgekommen sind, dass wir es geschafft haben, die ganze Gesellschaft anzusprechen. Am deutlichsten war es ja im September bei unserem riesigen Klimastreik, wo alle gesellschaftlichen Gruppen dabei waren. Auch diesmal, gerade heute Morgen gesprochen, sind 80 Organisationen schon wieder dabei, die den Klimastreik unterstützen. Ganz viele NGOs, aber auch Unternehmen, die da in allen Möglichkeiten mithelfen. Und deswegen haben wir noch sozusagen so einen Zusatz geplant, weil wir dachten, wovon wir leben, ist, dass wir die Massen in die Öffentlichkeit bringen, dass wir die Menschen sichtbar machen, denen das Klima am Herzen liegt. Und deswegen haben wir auch Offline-Aktionen, die unter den strengsten Vorschriften stattfinden, die man sich vorstellen kann. Und die Idee dahinter ist ganz beeindruckend und ich glaube wichtig für die nächste Zeit, weil es ja auch länger so sein wird. Und man muss sich fragen, wo sind eigentlich so Räume für die Zivilgesellschaft? Demonstrieren ist ja total wichtiger Teil unserer Demokratie und wie können wir die jetzt für diese Zeit so gut wie möglich ersetzen. Und was wir hier in Berlin gemacht haben, ist, wir haben alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die Leute, die normalerweise auf unsere Demos gehen würden, aufgerufen, sich zu beteiligen und ihr Demoschild, was sie sonst eben auf die Demo mitbringen würden, zu bemalen, ihre Botschaft draufzuschreiben und wir präsentieren dann all diese Schilder in der Öffentlichkeit. Und dabei haben wir natürlich, also das war eine sehr aufwendige Aktion, wahrscheinlich eine der aufwendigsten Aktionen, die wir gemacht haben, weil es so viel Gedanken im Voraus erfordert. Ne? Ich merke das, also ihr merkt wahrscheinlich auch alle im täglichen Leben, es ist so schwierig. Also es ist eine Hürde, diese ganzen Corona-Regeln, die ja so wichtig sind, einzuhalten, immer direkt mitzudenken. Das heißt, wir haben uns erst ganz ruhig hingesetzt und überlegt, wie könnte das jetzt eigentlich aussehen? Und wir haben dann in der ganzen Stadt in kürzester Zeit 60 Sammelstationen gefunden, also 60 vor allem Supermärkte, Bio-Supermärkte, die mitgemacht haben und gesagt haben, ja, bei uns kann man dann diese Schilder abgeben. Das heißt, wir haben dort kleine Sammelstationen eingerichtet und tausende Leute haben Schilder gemalt und die zu ihrer Sammelstation gebracht. Und so konnten wir eben sicherstellen, dass das Ganze kontaktlos passiert, dass kein Infektionsrisiko besteht. Die Pappschilder sind in die Supermärkte gewandert. Das heißt, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die Leute mussten keine zusätzlichen Wege auf sich nehmen, weil sie sowieso einkaufen gehen und dann sozusagen beim Einkauf ihr Streikschild abgeben könnten. Und alle diese Streikschilder haben wir jetzt am Anfang der Woche eingesammelt an einem zentralen Ort und dort sind die natürlich mit Schutzausrüstung, also mit den Alltagsmasken, den Bekannten und so weiter und so fort und haben die Schilder jetzt in Quarantäne geschickt und in der Quarantäne, also der Virus ist auf Pappe, auf der Oberfläche nicht mehr als 24 Stunden nachweisbar. Das heißt, wir haben jetzt die Schilder so, dass sie sagen, keine Infektionsgefahr mehr von denen ausgeht und können die dann morgen für unsere große Aktion auch nutzen. Wir haben wirklich schon tausende Schilder bekommen und werden die im Regierungsviertel auslegen und damit ein wahnsinnig starkes Bild auch über Leute, also auch über unsere Blase hinaus senden an alle möglichen Leute. Und es wird ein tolles Bild werden und damit verkoppeln wir sozusagen alle Aktionen, die stattfinden. Wir werden aufmerksam machen mit diesem Bild auf die Leute, die zu Hause streiken, die sich in der streikenden Karte eingetragen haben. Wir werden den Livestream von dort aus auch moderieren. Das heißt, alles wird verzahnt sein und wir werden zeigen, wie viele wir sind, zu Hause, virenfrei, mit einem Schild teilgenommen, mit all unseren Möglichkeiten und ein wahnsinnig starkes Signal setzen an die Politik.
warum es auch jetzt genau wichtig ist, an die Klimakrise zu denken. Luis, es gab ein paar Fragen dazu nochmal auf YouTube. Vielleicht willst du nochmal kurz 3 Fragen beantworten. Das eine ist, was müssen morgen Leute konkret machen? Also kannst du nochmal erklären, ich bin jetzt hier zu Hause, ich habe jetzt mein Schild. Meins ist, wurde mir vorgeworfen, nicht so schön, sorry. Also ich habe jetzt mein Schild. Was mache ich morgen mit diesem Schild? Genau, das ist super, super gut, dass du es nochmal fragst. Die erste Frage ist, ja, haben alle schon ein Schild? Also falls ihr noch kein Schild habt, malt in jedem Fall ein Schild. Der Hashtag ist, das wird Nick sicher auch gleich noch erklären, Fight Every Crisis, aber natürlich schreibt eure Gedanken drauf, leave noch no one behind, alle möglichen Themen sind gerade spannend. Also ganz wichtig, das erste ist, ihr malt euer Schild, habt euer Schild immer griffbereit am Start, tragt euch in die Streikendenkarte ein. Das ist der zweite Schritt. Ganz wichtig, tragt euch in die Streikendenkarte ein, damit sagt ihr, ich bin dabei, ich nehme teil, wir können dann auch... Wo findet man die nochmal? Die findet man auf der Fridays for Future Website. Also ihr gebt ein fridaysforfuture.de und dann Netzstreik und dann gibt es die Karte. Ja, aber wir wollen es nicht so kompliziert machen. Also Schritt 1, ihr malt euer Schild. Schritt 2, ihr tragt euch in die Streikendenkarte ein und dann morgen ist natürlich das gemeinsame Event. Wir werden alle gemeinsam an diesem Livestream teilnehmen. Wir werden alle auf unserer Demonstration sein. Es wird ein unterhaltsames Programm, aber wir werden auch zeigen, wie viele andere Ortsgruppen auch mitmachen, was die für kreative Aktionen machen jetzt während der Corona-Krise. Es wird also eine spannende Zeit, die ihr da verbringen könnt. Und gemeinsam werden wir dann eben auch eine Aktion machen. Wir werden alle unsere Schilder nehmen und davon Fotos dann posten und das Internet damit sozusagen überfluten, die Öffentlichkeit, die wir gerade haben, und dort ganz präsent sein. Okay, also nochmal für alle zum Mitschreiben. Morgen braucht ihr ein Schild. Das Schild, mit dem habt ihr 2 Dinge zu tun. Das eine ist, macht ein Foto davon und ladet es auf der Streikkarte hoch. Die Streikkarte ist praktisch unsere virtuelle Demonstration. Da zeigen wir, so viele Leute sind morgen am Start und sagen, hey Leute, Klimakrise, macht was. Das ist die streikende Karte, die gibt es auf unserer Website. Und die andere Sache, die mit dem Schild passiert, nehmt das Schild, um 12 Uhr geht's los auf YouTube, auf unserem Livestream und seid dabei, wie wir zusammen gemeinsam virtuell demonstrieren. Da wird es ein krasses Programm geben. Es wird super coole Acts geben. Wir werden live in verschiedene Ortsgruppen reinschalten. Wir werden Leute haben, die Sachen erzählen. Wir werden Interviews haben. Wir werden Promis haben. Wir werden Musik haben. Und da seid ihr auch gebraucht mit eurem Schild. Denn da werden wir zum Beispiel gemeinsam Fotos machen mit dem Schildern. Und darüber hinaus, morgen, dazu wird jetzt Nick was erzählen, gibt es Möglichkeiten, sich in Social Media zu bemerkbar zu machen. Das machen wir auch. Und an der Stelle denke ich, es ist Zeit für Nick, oder? Sehr gut. Ich gebe mal kurz meinen Bildschirm frei. Genau, das sehen jetzt hoffentlich alle. Ja, also die Frage ist natürlich, wie kriegen wir den Protest jetzt sichtbar? Und normalerweise stehen wir immer mit tausenden Leuten irgendwie nebeneinander auf der Straße und es sind ganz viele Kameras außenrum und die Medien berichten natürlich darüber. Aber da müssen wir morgen ein bisschen selber mithelfen. Und deswegen gibt es jetzt die Frage, warum Twitter? Also wenn man sich fragt, okay, wie schafft man es, diesen ganzen Protest, wenn ich morgen einen Livestream gucke, wenn ich ein Schild gebastelt habe, wie schaffe ich das, in die Medien zu bekommen, dann ist Twitter the place to be. Und der Grund dafür ist, dass der Großteil der User auf Twitter eben JournalistInnen sind, PolitikerInnen und MeinungsmacherInnen. Das ist nicht wie auf Facebook, wo irgendwie deine Oma noch ganz viel da ist und deine Mutter, sondern wenn du da eben tweetest und wenn du da sagst, hey, ich mache beim Livestream mit, ich bin heute Fridays for Future Aktivist, Aktivistin, dann sehen das vor allem diese 3 Gruppen. Und das ist ja das Wichtige, weil damit wollen wir ja zeigen, dass morgen ganz viel abgeht und dass wir morgen trotzdem auch weitermachen. Und der Grund dafür ist, Twitter ist live und das hilft uns natürlich super, weil wir haben einen Livestream ab 12 Uhr, wir machen irgendwie Aktionen ganz viel und da wollen wir auch zeigen, das passiert gerade. Twitter ist kurz und prägnant, da kann man auch noch eine Botschaft versenden. Man kann sagen, warum streike ich überhaupt? Warum ist es so unglaublich wichtig, morgen mitzumachen? Und Twitter ist vor allem auch persönlich. Und dann kann ich sagen, okay, wieso sitze ich in Bamberg vor meinem Laptop morgen Mittag und habe irgendwie ein Schild noch daneben gebastelt und mache da mit? Und warum ist mir das persönlich so wichtig? Die Ziele vom Tweeten sind ganz allgemein. Man versucht, Aufmerksamkeit zu kreieren um ein Thema. Man versucht, eine Diskussion anzuregen und man versucht, die Agenda mitzubestimmen. Und das sind ja alles auch 3 Ziele, die wir morgen machen wollen. Wir wollen zeigen, dass wir eben laut sind, dass wir im digitalen Raum eben ganz viel machen. Wir wollen auch über das Klima sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie kann eine sozial-ökologische Antwort auf Corona aussehen, die irgendwie die Klimakrise nicht
ja ins Verderben stürzt. Und wir wollen die Agenda auch mitbestimmen und wir wollen morgen eben auch zeigen, dass dieser Protest nicht irgendwie verläuft und dass dieser Protest nicht in einem Feed irgendwie untergeht, sondern dass wir auch ganz groß im Internet eben mitstreiken. Und wie das zum Beispiel aussehen kann und wie so ein Tweet dann auch in die Medien kommen kann, seht ihr hier jetzt beim Beispiel der Welt letzte Woche. Da hatten wir von Fridays for Future was zum Schulboykott geschrieben und haben gesagt, Schulboykott machen wir auch, weil wir streiken am Freitag eben im Netz. Und das hat dann die Welt eben aufgenommen und das war dann auf der Seite. Und so kann man es eben, also das seht ihr nur als Beispiel, das kann man auch privat schaffen, da muss man nicht Fridays for Future dafür sein. So bettet die Welt dann zum Beispiel und ganz viele andere Medienorganisationen dann eure Tweets ein und dann seht ihr, das passiert auch manchmal in Zeitungen, da ist dann vielleicht nicht der Tweet abgedruckt, aber da wird er dann zitiert und dann seht ihr, da kommt ja auch von Twitter eben in Zeitungen, in Medien und schafft es dann so, Sichtbarkeit zu erlangen. Dann noch so ein kurzer Abriss, wie sieht so ein AktivistInnenprofil aus und was sollte man da beachten? Eine Sache, die man, also wenn man es vollständig machen will, dann ist das Titelbild immer ganz wichtig. Damit zeigt man gleich, also das ist das Erste, was die Leute sehen. Hier sieht man eine Demo in Hamburg und dann weiß jeder schon, okay, das ist jemand, der macht bei Fridays for Future mit. Das Zweite dann das Profilbild und da ganz wichtig, auf unserer Website gibt es diesen Profilbildgenerator, dann kriegt ihr diesen Kringel außenrum und zeigt dann auch gleich, wenn Leute nicht auf euer Profil klicken, dass ihr morgen mitmacht. Dann die Namen sind ganz wichtig und da auch dieser, also da auch beide Namen, dieser Ad-Name ist da ganz wichtig, weil wenn Leute euch verlinken, dann verlinken die diesen Namen. Das heißt, da nicht irgendwie irgendwelche wilden Zahlenkombinationen eingeben, weil sonst, wenn Leute was schreiben wollen, ich bin morgen mit Nick Holbeck auf fridaysforfuture.de Livestream, dann soll das auch Nick Holbeck da stehen. Dann eine Biografie. Und da ist es auch ganz wichtig, da kann man Hashtag Fridays for Future reinschreiben, dann ist das für den Algorithmus besser. Aber da soll man es vor allem, und das seht ihr hier bei dem Beispiel auch, da soll man es vor allem auch persönlich machen. Da steht Geige und Klavier drin bei ihr. Und das macht eben, also das macht es ein bisschen persönlich. Und dann sieht man eben, das ist nicht nur eine Klimaaktivistin, sondern die hat auch sonst ein Leben und Interessen und alles Mögliche. Genau. Und dann unten noch, man kann den Tweet pinnen und das ist so der Tweet, den die Leute dann immer sehen, wenn sie euer Profil aufrufen. Und bei ihr ist das was über die COP letztes Jahr im Dezember. Das war ihr eben wichtig. Und das könnt ihr auf jeden Fall auch verfolgen. Dann ist die Frage, wie tweetet man eigentlich und wie schafft man es eigentlich, einen guten Tweet zu machen? Und hier sieht man also diese vier Sachen außenrum. Ein guter Tweet ist dann persönlich, wenn ihr den absendet. Das heißt, in diesen Minuten wäre ich eigentlich in Berlin auf der Straße, das ist jetzt ein Tweet, den könnt ihr morgen schreiben oder so ähnlich. Ich streike heute aber trotzdem. Dann verlinkt ihr Fridays for Future Berlin, wenn ihr eigentlich morgen in Berlin auf der Straße wärt. Ihr benutzt die beiden Hashtags, das ist ganz wichtig, das sage ich aber am Ende nochmal. Und ihr macht eine Aufforderung. Und die Aufforderung ist dann eben, macht mit, kommt mit in den Livestream. Und dann verlinkt ihr eben auch diesen YouTube-Link, das geht ganz einfach. Den müsst ihr einfach nur kopieren oben. Und dann könnt ihr ihn dann in den Tweet einfügen und dann wird das so angezeigt. Und die Leute können draufklicken und sehen auch in so einem Tweet ganz schnell, okay, so das ist eine Person, die wäre jetzt eigentlich auf der Straße gewesen, die macht jetzt aber beim Livestream mit, die findet das total super und sie fordert mich jetzt auf, da auch mitzumachen und das ist natürlich toll. Dann ist die Frage, was bringen Hashtags eigentlich? Und hier seht ihr es. Also ein Hashtag verknüpft einen Tweet zu einem Thema, Netzstreik fürs Klima, dann ist der Hashtag, der geht nicht irgendwie unter, sondern der wird auch darunter angezeigt bei Netzstreik fürs Klima. Er zeigt JournalistInnen und PolitikerInnen, was gerade wichtig ist. Das seht ihr rechts bei den Trends. Die werden sekündlich erstellt von Twitter selber und zeigen eben, okay, worüber wird am meisten geredet in Deutschland. Und da wollen wir morgen auf jeden Fall ganz oben sein. Wir wollen, dass jeder sieht, der auf Twitter ist. Da ist der Netzstreik fürs Klima, da ist Fight Every Crisis auch drin, das ist der internationale Hashtag und der zeigt eben, wir wollen, dass die Reaktion auf Corona eben auch die Klimakrise nicht vergisst. Der generiert Aufmerksamkeit und der lockt auch Interessierte an, weil wenn ich jetzt zum Beispiel heute Twitter aufrufe, dann klicke ich als erstes immer auf den Welt, also auf den ersten Hashtag und dann, okay, Welttag des Buches, was bedeutet das eigentlich für mich, also kriege ich da irgendwelche Buchempfehlungen oder was? Und morgen will ich dann beim Netzstreik fürs Klima auch sehen,
was bedeutet das dann für mich als User? Und hier nochmal zusammengefasst, so kriegen wir morgen diesen Netzstreik groß. Immer die Hashtags verwenden. Und also diese beiden Hashtags, achtet da auch drauf, dass ihr die richtig schreibt, weil wenn ihr da irgendwie einen Rechtschreibfehler reinbekommt, dann sind die nicht mehr anschlussfähig und dann werden die nicht mehr angezeigt. Tweetet während des Livestreams darüber, dass ihr gerade den Livestream guckt. Das ist auch ganz wichtig. Tweetet auch darüber, was passiert. Also wenn gerade irgendwie jemand was singt oder so, oder wenn gerade jemand eine coole Aktion zeigt, dann tweetet auch darüber. Da könnt ihr auch einen Screenshot machen und wie auch immer. Und dann verlinkt den Livestream auch, das haben wir ja gerade gesehen, auf YouTube. Also fordert die Leute auf, da auch mitzumachen und macht die Tweets auch persönlich. Also zeigt eure Streikschilder, das könnt ihr davor oder danach machen. Das könnt ihr auch gerne während des Livestreams machen und zeigt eben, von wo aus nehmt ihr teil, weil sonst sehen die Leute ja gar nicht. Normalerweise wärt ihr jetzt auf der Straße und werdet vielleicht vor einer Kamera eingefangen, aber morgen müsst ihr selber dafür sorgen, dass die Leute Bilder davon haben, wo ihr streikt und wie ihr dabei aussieht. Genau. Und was könnt ihr heute schon machen? Ihr könnt einen Twitter-Kanal erstellen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt ihn vervollständigen mit diesen ganzen Tipps, die ich euch gerade gezeigt habe. Ihr könnt ihn schon mal ankündigen, den Netzstreik fürs Klima. Das heißt, den Hashtag schon mal verwenden, den Leuten zeigen, okay, ich mache da morgen mit, und auch zeigen, was passiert denn da eigentlich, und Hype, Hype, Hype. Also macht Tweets, verlinkt Leute und fordert sie auf, da morgen mitzumachen, und dann wird das morgen auf jeden Fall ein großer Tag. Mega. Und um da noch einmal den Bogen zu spannen, warum seid denn ihr alle gebraucht? Also die Frage ist ja bei jeder Demo, die wir machen, warum muss ausgerechnet ich hingehen? Und bei der Demo ist das relativ einfach, das nachzuvollziehen, weil man denkt, logischerweise, wenn ich da bin, ist da eine Person mehr, und am Ende sagen das 10.000 Leute und man hat eine super große Demo. Beim Netzstreik ist es ein bisschen komplizierter, weil natürlich jede Person denkt, naja, warum bin ich jetzt gebraucht? Aber was wir normalerweise machen bei unseren Demos, wir zählen ja sehr, sehr, sehr akribisch die Nummern von den Leuten, die auf unseren Demos sind. Das machen wir morgen auch. Also wir messen morgen unsere Sichtbarkeit. Wir sagen, so und so viele Leute waren bei unserem Livestream dabei. So und so viele Leute haben sich bei Twitter engagiert. So und so viele Leute haben auf Instagram was gepostet. All das können wir nachvollziehen. Und all das hilft, klarzustellen, dass es eben nicht nur ein paar kleine Kinder sind, die irgendwie nerven mit dem Klima, sondern dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt, die es relevant und wichtig findet, dass Klimaschutz vorangetrieben wird und die dafür einsteht und die auch versteht, dass wir jetzt auch gerade in diesen schwierigen Zeiten mit Corona nicht das Klima vergessen dürfen. Und das ist ganz, ganz wichtig, das machen wir morgen, also diese Arbeit von wegen zählen und dann publik machen, das übernehmen wir alles. Wofür wir aber euch brauchen, ist, dass ihr euch morgen wichtig nehmt und ernst nehmt und versteht, dass wir morgen einen ganz, ganz großen Tag für das Klima schaffen können, an dem Klima Schutz und die Klimakrise ganz oben auf der Agenda stehen, wenn wir diesen Buzz, diesen Hype zusammen lostreten. Und wir sind da ganz hoffnungsvoll, weil in der Regel klappt das extrem gut. Und wir finden so viele großartige Menschen, die jetzt schon seit irgendwie über einem Monat daran arbeiten, das groß zu machen, und die ganz, ganz viele Menschen mitnehmen. Und dazu halt die Öffentlichkeit, die sagt, geil, ich schließe mich an. Und das ist morgen das Vorhaben. So, und jetzt natürlich die Frage, warum denn eigentlich? Ne? Also warum müssen wir eigentlich gerade uns mit dem Klima beschäftigen? Haben wir nicht andere Sorgen? Und das stimmt zum Teil, weil offensichtlich wir haben alle gerade einen riesengroßen Haufen anderer Sorgen. Das ist einmal politisch. Wir sehen, dass die Regierung, das Kabinett, der Bundesrat, der Bundestag, dass die alle eingenommen sind von dieser krassen, katastrophalen Pandemie. Und auf der anderen Seite halt auch wir alle. Also manche müssen in Anführungszeichen nur zu Hause bleiben, aber die allermeisten Leute haben es gerade schwer, weil Jobs wegfallen, weil die Schule nicht da ist, weil man nicht lernen kann für die Abschlussarbeiten, weil alle Dinge außer Rand und Band sind, weil es keine Gewissheit gibt, weil wir nichts planen können, weil Menschen sich fragen, wie sie ihre Miete bezahlen können, etc. Das heißt, ja, uns ist das sehr bewusst, auch bei Fridays for Future, dass es eine super belastende Situation ist für uns alle in der Gesellschaft, und dass das ganz schön viel gefragt ist, jetzt zu sagen, bitte Leute, kümmert euch um das Klima. Aber die Sache ist die, und das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen, wir sagen seit anderthalb Jahren, seit anderthalb Jahren, die Klimakrise ist eine Krise, die interessiert es nicht, wie viel wir sonst zu tun haben. Die interessiert es nicht, ob wir gerade Aufmerksamkeit haben für diese Krise oder nicht. Die Klimakrise ist eine physikalische Krise, die nach ihren eigenen Logiken sich immer mehr beschleunigt und mittlerweile zur größten Bedrohung für die Menschheit geworden ist, also zu einer existenziellen Bedrohung für die Menschen. Menschengemacht, die Menschen bedroht.
Und das heißt, wenn wir uns gut zugehört haben in den letzten anderthalb Jahren, wäre es fatal, jetzt zu Zeiten von Corona zu sagen, ah ja, sorry Leute, wir haben andere Sachen zu tun, Klimakrise machen wir nächstes Jahr. Wir werden dieses Jahr im Jahr 2020 lernen müssen, wie wir zwei riesengroße, furchtbare Krisen jeweils gerecht werden können. Und dass das fordernd ist, wissen wir alle. Und dass das ganz schön viel gefragt, wissen wir auch. Aber wir wissen eben auch, dass die Klimakrise nicht sich gerade verlangsamt, weil sie merkt, oh, die Leute haben ja irgendwie andere Sorgen. Das funktioniert nicht. Das heißt, die erste große Botschaft von einem Tatmorgen ist, die Klimakrise brodelt weiter. Und wir erleben gerade, dass wir als Gesellschaft ganz schön fragil sind, ne? Dass wir ganz schön krass erleben, dass wir nicht so stark und resilient als Gesellschaft, wie wir dachten, dass wir ganz schön zu kämpfen haben mit dieser Pandemie. Wir wollen als Gesellschaft krisenfester werden und das heißt eben auch klimakrisenfester. Klimaschutz muss weitergehen und das werden wir in diesem Jahr 2020 beweisen müssen, dass wir das können. Das ist die erste Sache. Das zweite ist, warum dieser Tag ganz persönlich, also dieser Tag ganz konkret, der 24.04., warum haben wir diesen Tag gewählt? Das hat verschiedene Gründe. Einer ist, dass diese Woche auch Earth Day ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Umwelt-Klimatag, vor allem in den USA. Und dort wird jetzt dieses Jahr seit 50 Jahren jedes Tag dieser Earth Day begangen und das hat mittlerweile echt weltweit Züge genommen. Und jedes Jahr wird an diesem Tag, am 22. April, gesagt, Leute, hey, wenn wir weiter so mit der Erde umgehen, als wäre sie irgendwie unkaputtbar und als könnten wir alles mit dir anstellen und uns würde das nicht tangieren, dann haben wir was missverstanden. Und das ist krass, weil dieser Earth Day seit 50 Jahren probiert, Aufmerksamkeit dafür zu generieren, dass Menschen achtsam mit ihrer Umwelt umgehen, weil wir halt eben davon abhängen, dass sie intakt ist. Aber deswegen ist diese Woche ohnehin eine große Klimawoche, weil einfach wahnsinnig viel passiert. Dazu kommt, dass diese Woche auch wahnsinnig wichtig ist für ganz viele indigene Communities. Das heißt, das haben wir mitgedacht, als wir uns überlegt haben, wann machen wir einen globalen Klimastreik. Und das Dritte ist, und das ist für uns in Deutschland vor allem sehr wichtig, nächste Woche findet eine der wichtigsten Klimakonferenzen in Deutschland statt. Die ist auch, die sozusagen, da sind auch Gäste aus dem Ausland eingeladen, aber das ist vor allem wichtig, weil da die Kanzlerin nächste Woche das erste Mal seit Corona eine lange Rede halten wird zum Klima. Das Ganze nennt sich Petersberger Dialog. Das ist ein Ort bei Bonn ursprünglich, wo ja mal der Regierungssitz war. Und dort wird jedes Jahr getroffen und übers Klima konferiert. Und diese Konferenz war sozusagen lange Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und jetzt aber unter anderem durch Fridays for Future ist sie wieder groß geworden und hat eine ganz neue politische Schwere bekommen. Und an diesem Tag nächste Woche wird Frau Merkel in der Position sein zu sagen, was ist denn ihr Konzept, um mit der Klimakrise und mit der Corona-Krise umzugehen? Wie sehr denkt sie eigentlich die Klimakrise mit in diesen ganzen großen Entscheidungen, die gerade getroffen werden fürs Klima? Und da stellt sich die Frage, muss sich Frau Merkel an was messen? Also gibt es eine Art Resonanzraum, ein Erwartungsfeld, das wir geschaffen haben? Gerade jetzt ist es so ein bisschen so, wenn Frau Merkel es schafft, nächste Woche Klima und Corona zweimal das miteinander zu sagen, dann denken die Leute, super, toll, Frau Merkel hat beides gemacht, Klima und Corona zusammengefügt, super. Das reicht nicht. Wir brauchen stabile, tatsächlich konsequente und verlässliche, nachhaltige Regierungspolitik, die ökologische Krisen mitdenkt, wenn sie die Corona-Krise bewältigt. Das ist eine ganz, ganz krasse Aufgabe und da reicht es nicht, mit ein paar schönen Worten zu sagen, ja, wir denken irgendwie auch an das Klima. Da braucht es handfeste Konzepte. Und das ist eine Erwartung, die wir ganz konkret an die Regierung haben, dass das vorgelegt wird, dass über die Corona-Krise nicht unsere Klimaziele vergessen werden, dass wir verstehen, dass wenn wir krisenfester werden wollen als Gesellschaft, dass wir die Klimakrise nicht weiter befeuern dürfen, weil wir gerade mit Corona beschäftigt sind, dass wir diese Krisen eben so ungleich sie sind, so komplex sie sind, irgendwie verheiraten müssen. Und das wird dieses Signal, das können wir eben morgen senden, dass in der Berichterstattung nächste Woche ganz klar wird, es gibt eine Gesellschaft, die hat die klare Erwartung an Frau Merkel, an die Regierung, an die Entscheidungsträger in diesem Land, denkt das Klima mit, beziehungsweise wir brauchen Corona-Bewältigung, die gleichermaßen auch Klimakrisenbewältigung ist. Und das ist die dritte, ganz entscheidende Dimension an der Sache. Man könnte jetzt ja denken, ach, also bei Corona sinken ja die Emissionen, ne? Wissen wir, die Flugzeuge fliegen nicht und so. Jetzt machen wir irgendwie Corona-Bewältigung. Läuft das nicht gerade alles von alleine?
Und das ist ein riesengroßer Trugschluss, ein intuitiver Schluss, aber eben kein richtiger, weil, ja, wenn Wirtschaften kollabieren, dann sinken Emissionen. Das war, als die Mauer gefallen ist und die DDR zusammenbrach, genauso wie in der Finanzkrise 2008. Und das ist auch jetzt der Fall. Das passiert einfach, wenn wir wirtschaftliche Entschleunigung erleben, weil Industrien stillstehen und sowas und Fabriken. Die Konsequenz ist aber in der Regel der sogenannte Rebound-Effekt, also dass die Emissionen jetzt im Nachgang zu Corona in die Höhe schnellen und ganz, ganz fleißig alles wieder in Gang gesetzt wird, völlig ungeachtet von Emissionen, und wir sind an einem schlimmeren Punkt als davor in unseren globalen Emissionen. Plus, das ist ja gerade ein totaler Zufall, dass Emissionen sinken. Also das ist ja alles unintendiert, es ist nichts, was gewollt ist, es ist einfach eine logische Konsequenz von wirtschaftlichem Stillstand, aber nichts, was irgendwie klimapolitisch motiviert ist. Das heißt, sich jetzt auf irgendwie sinkende Emissionen auszuruhen, ist per se erstmal unnütz und ein Trugschluss. Das Zweite ist aber, wir werden jetzt im Zuge von der Corona-Bewältigung ganz schön viele große Maßnahmen und Entscheidungen treffen müssen. Wir werden uns als Land, als Gesellschaft, auch als Europa fragen, wie verteilen wir die Gelder, die wir haben, das sind in den meisten Fällen Steuergeldern, so, um die Wirtschaft wieder zu beleben? Wo setzen wir unsere Prioritäten? Welche Industrien werden gerettet? Welche Unternehmen bekommen Zuwendung? Unter welchen Bedingungen? Und das heißt, wir werden uns als Land und auch als Kontinent einmalig historisch verschulden, um langfristig diese Wirtschaft wieder zu beleben, die jetzt gerade zum Erliegen gekommen ist. Diese historische Verschuldung wird eine solche große Massengelder verankert in bestimmten Industrien, das wird sich jahrelang noch auswirken. Wenn wir jetzt also kurzfristig Gelder investieren in die Industrien, die gerade am lautesten schreien, weil sie meinen irgendwie, dass sie gerade die meisten Rechte haben, dann gibt es eine reelle Chance, dass wir wirtschaftliche Schwerpunkte setzen, die alles sprengen, was wir in Klimaschutzmaßnahmen uns vorgenommen haben. Das heißt, wenn wir jetzt blind und ungeachtet von Klimaschutzmaßnahmen Gelder verteilen und Maßnahmen verstricken zur Corona-Bewältigung, dann kann es sein, dass wir damit alle Möglichkeiten aus dem Fenster räumen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, weil wir eben eigentlich ganz kontinuierlich gerade unsere Wirtschaft dekarbonisieren müssen. Das heißt, Emissionen runter, grüne Wirtschaften stärken, Unternehmen auffordern, Klimaschutzziele zu vereinbaren, Unternehmen verlangen, dass sie ein Emissionsbudget festlegen für sich, dass sie Maßnahmen vorlegen, dass sie Pläne vorlegen, all das wäre gebraucht. Und es gibt aber eine reelle Chance, dass gerade so im Trubel des Geschehens das aus dem Fenster geschmissen wird für eine schnelle und willkürliche Wiederbelebung. Und an der Stelle schalten wir uns ein, weil wir wollen, dass Corona so schnell wie möglich bewältigt wird. Wir wollen aber auch, dass wir aus der Corona-Krise nicht direkt in eine noch viel schärfere Klimakrise reinrutschen, sondern wir wollen, dass wir als Gesellschaft, als Kontinent, als Weltgemeinschaft resilienter werden gegenüber Krisen. Und das heißt eben auch gegenüber ökologischen Krisen. Und dafür brauchen wir gerade Konzepte, die Corona bewältigen und dabei die Klimakrise nicht befeuern, weil random irgendwo wieder Fabriken angestellt werden, von denen wir wissen, dass sie eigentlich keine Zukunft haben, sondern dass wir runtergehen mit den Emissionen, also jetzt nicht wieder in die Höhe schnellen, sondern ganz klug, strategisch überlegt, welche Industrien haben Zukunft? Wie sieht denn die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts aus? Wie kann das funktionieren? Eine Industrie, die ohne Emissionen funktioniert, also keine zusätzlichen Treibhausgase in die Atmosphäre entlässt. Das ist super aufwendig, weil wir haben schon auch ohne Corona sehr daran zu arbeiten gehabt, die Klimakrise zu bewältigen. Und wir wissen, dass das ganz schön groß ist, was wir jetzt gerade vorhaben. Dass wir sagen, okay, wir haben eine tödliche Pandemie, die furchtbar ist und uns in den Bann nimmt und Menschen total herausfordert. Und gleichzeitig müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir das denn langfristig, dieses Land so zu transformieren, dass wir das Paris-Abkommen einhalten können. Das geht, da sind wir uns ganz, ganz sicher. Das zeigen auch Studien, wie eine Dekarbonisierung der Wirtschaft gehen kann. Und wir wissen auch, wie wir zumindest grob Corona bewältigen können. Und jetzt wird sich aber die Frage stellen, wem wird zugehört? Und wir wissen, dass die Lobbyisten von den Autoindustrien, von den dreckigen Energiegesellschaften, dass die schon längst Schlange stehen und sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir noch ein bisschen mehr Gelder bekommen, wenn wir noch ein bisschen mehr Steuergelder bekommen, wenn wir noch ein bisschen mehr Zuwendung bekommen. Und diese Sache mit den Emissionsgrenzen, da jetzt zum Beispiel ein Vertreter der Automobilindustrie meinten jetzt in Europa, ja, also diese höheren Grenzwerte für Autos finden wir jetzt alles ein bisschen
hektisch und ein bisschen zu viel. Es gab Vertreter aus der Plastikindustrie, die meinten, was? Ach so, dieses Verbot von Einwegplastik, das finden wir doch nicht so gut, könnten wir das nicht verschieben, weil es Corona ist. Gerade wird im Schatten von Corona ganz, ganz viel von den wichtigen Policies, die schon verabredet wurden, werden nach hinten verschoben, weil man sagt, man hat Wichtigeres zu tun. Und das natürlich, geht natürlich ganz wieder darauf zurück, wer gerade für was klug lobbyiert. Geschäfte sind in Deutschland bis ab 800 Quadratmeter geschlossen, mit Ausnahme von Autohäusern. Das ist kein Zufall, das ist sehr kluges Lobbying der Autoindustrie. Well done, so. Aber also an der Stelle erfahren wir gerade, was wir an Entscheidungen treffen gerade, wie wir Corona langfristig bewältigen, entscheidet auch darüber, wie sehr und wie erfolgreich können wir noch die Klimakrise bewältigen. Und deswegen müssen wir gerade als Instanz, die sich für eine gerechte und nachhaltige Klimakrisenbewältigung einsetzt, laut werden und einfordern, dass eben Corona-Bewältigung ökologisch gedacht wird. In Dänemark kriegen Unternehmen keine staatlichen Zuwendungen, wenn sie in Steueroasen gemeldet sind. Wieso kriegen denn eigentlich Unternehmen Zuwendungen, die keine eigenen Klimaziele haben? Das sind alles politische Entscheidungen. Das kann man organisieren. Das kann man umsetzen, wenn man denn möchte. Die Frage wird sein, welche Industrien wir priorisiert behandeln. Werden das dreckigsten sein oder werden das die zukunftsfähigsten sein, die unsere Gesellschaft wirklich nachhaltig bereichern oder nicht? All das sind große Fragen, die wir uns gerade stellen müssen und die politisch beantwortet werden müssen und für die wir uns einsetzen, dass wir eben mitgedacht werden. Und vielleicht zuletzt ein Shout an die jungen Menschen hier. Wir erleben durch die Corona-Pandemie eine ganz neue Art von Generationengerechtigkeit, weil auf einmal die Alten am meisten betroffen sind und die Jüngsten sich zusammenreißen müssen. Wenn es aber um die Bewältigung geht von Corona, dann sind wieder wir Jungen die, die am meisten von den Fahrtabhängigkeiten, also von den langfristigen Folgen von diesen Maßnahmen betroffen sein werden. Wir schaffen auch ein Stück weit das Fundament für eine Wirtschaft des 21. Jahrhunderts durch diese einmaligen Investitionen langfristig in den nächsten Monaten und Jahren. Wir sind diejenigen, wir die Jungen sind diejenigen, die damit handhaben werden müssen. Und die Frage wird auch sein, wie sehr werden unsere Perspektiven mitgedacht werden, wenn wir Corona bewältigen? Wie werden wir dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft insgesamt besser geht, also dass wir glücklicher werden als Gesellschaft? Wie bemessen wir das? Wo setzen wir Prioritäten und so? All das. Darum geht es und wir werden das einfordern, diese gerechte, nachhaltige, ökologische Corona-Bewältigung, die die Klimakrise nicht befeuern darf, im Gegenteil, die sie beschwichtigen muss. Und das werden wir morgen machen, zusammen, wenn wir nett streiken, wenn wir in Berlin das größte Klimakunstprojekt weltweit organisieren seit Corona. Wir werden das aber auch nach dem 24. weiter einfordern und wir werden weiterhin laut bleiben. Wir werden freitags nett streiken, solange wie es eben gebraucht wird. Wir werden auf der Straße sein, sobald wir wieder auf der Straße sein könnten. Und wir werden uns in den nächsten Monaten ganz, ganz viele Mittel und Wege überlegen, wie wir unseren Protest sichtbar machen können, ohne Menschen in Gefahr zu bringen. Das ist das Vorhaben in diesem so wichtigen Jahr. Weil das Jahr 2020 ist das Jahr, was ein Gamechanger sein muss für die Klimakrise. Tragischerweise. Und jetzt ist es ein totales Eskalationsjahr geworden, voller Krisen, das sich an keine Regeln hält, das alle Pläne über den Haufen schmeißt und wir werden damit hantieren müssen und wir werden auch damit hantieren können. Das kriegen wir auf die Reihe. Und ich weiß nicht, es gab jetzt ein paar Fragen. Viele Leute fragen sich so, oh, es ist ja gerade so schwierig für Fridays for Future irgendwie damit zurechtzukommen mit dieser Krise und so. Und ehrlich gesagt, Leute, Fridays for Future ist eine Bewegung, die aus einer Krise gewachsen ist. Ne? 2018, das wirkt jetzt wie eine Ewigkeit her, da hat niemand über das Klima gesprochen. Und wir haben gesagt, Leute, es geht nicht, wir müssen ein Thema auf die Agenda bringen, das so wichtig ist, ist eigentlich unübersehbar. Und das haben wir gemacht, obwohl es niemand davor gemacht hat. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo Leute sagen, ach, über das Klima spricht man nicht so richtig und es ist ja irgendwie schwierig und kommt überhaupt zurecht. Natürlich kriegen wir das hin. Das ist, was wir machen. Wir kümmern uns um die Klimakrise, wir bringen es auf die Agenda und wir sorgen dafür, dass eben sich andere auch damit beschäftigen. Und nichts weniger als das haben wir vor. Genau. Eine Frage im Chat war, was machen wir im Datteln 4? Ganz, ganz wichtig. Heute wäre eigentlich
eine Versammlung gewesen, oder heute ist eine Versammlung in Helsinki. Ich habe heute Morgen schon vom Brandenburger Tor Fotos gemacht es war eine Zwei-Personen-Demo heute vom Brandenburger Tor. Und wir haben Schilder hochgehalten. Wir kämpfen natürlich weiterhin dafür, dass Datteln 4 nicht ans Netz wird, ein Katastrophenprojekt. Morgen, ach so, könnte man bei Facebook die Veranstaltung planen? Das machen wir, glaube ich. Das finde ich ein sehr guter Impuls. Wir haben ein paar Menschen, die sich nicht so ganz sicher sind mit der Klimakrise im Chat. Leute, wenn ihr an die Klimakrise nicht glaubt, würde ich euch empfehlen, nochmal kurz über euer Wissenschaftsverständnis nachzudenken und vielleicht bei Stefan Rahmstorff vorbeizugucken. Der macht jetzt so ganz tolle Blogs. Die Krisen hängen zusammen, sagt Nadja B. Du hast recht, Nadja. Ich habe das letztens ein ganz langes Essay geschrieben, haben auch schon viele andere Leute kluge Sachen zugeschrieben. Die sind auch ein bisschen verbandelt. Wir machen eine gemeinsame Fotoaktion. Um 11.30 Uhr, das finde ich ist super, Hanna. Macht eine Fotoaktion. Und vielleicht ist es ein sehr Twitter-lastiges Webinar. Ihr seid auch auf Instagram gefragt und auf Facebook. Wir sind natürlich in unserer Kommunikation so ein bisschen auf Twitter fokussiert, weil das eben auch medial so relevant ist. Aber auch auf Instagram teilt es Leute. Wir wollen, dass Menschen sich sozusagen bewusst werden, dass wir alle gefragt werden, in der Klimakrise zu intervenieren und laut zu werden. Das geht am besten, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden und allen Leuten, die ihr so in eurem digitalen Raum erreichen könnt, erzählt, warum ihr das macht. Also versteht euch alle als Multiplikatoren. Ne? Das ist, wie das funktioniert mit der Bewegung, indem wir es weitersagen und Menschen ansprechen und so. So. Isa, vielleicht kann ich da mal kurz einhaken, weil wir jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten sind in der Zeit. Erstmal vielen Dank euch drei für den tollen Input und auch, dass ihr so, so spontan eingesprungen seid. Wir haben übrigens die Webinare bald auch als Podcast, also unter anderem auch auf Spotify, also lasst da ein Abo da und nächste Woche geht's weiter. Wir haben auch noch mal ein paar Fragen gesammelt. Vielleicht, Luis, kannst du die beantworten? Wie viele Schilder gibt es denn insgesamt? Ja, wie viele Schilder sind, das werden wir dann morgen erfahren. Wir haben die Zahl noch nicht verraten. Wir haben sie auch, ehrlich gesagt, haben wir sie gezählt? Ich glaube nicht. Wir erzählen es morgen. Die sind gerade in der Quarantäne. Wir lassen die Schilder in Ruhe. Aber es sind unglaublich viele. Also es haben tausende Leute mitgemacht, ihr Schild an ihrem Sammelpunkt abgegeben. Auch aus anderen Städten haben Leute Schilder nach Berlin geschickt. Vielen, vielen Dank euch dafür. Wir haben morgen in jedem Fall ein fetziges Bild für euch am Start. Und vielleicht, wenn ihr den Livestream schaut, wird die ein oder andere auch ihr Schild wieder entdecken. Ja, super. Jetzt war noch die Frage, kann man auch was anderes machen, außer ein Schild zu basteln, zum Beispiel mit Kreide auf die Straße malen oder sowas? Großartig, natürlich könnt ihr das machen. Alle Ideen, unsere Kreativität ist gefragt. Morgen im Livestream wird es auch unglaublich viele Ortsgruppen geben, die andere Aktionen, also wirklich kreative Aktionen machen. Seid da in jedem Fall gespannt, macht selbst auch Aktionen. Und ganz wichtig ist, es sind jetzt nicht so viele Leute draußen unterwegs. Deswegen macht Fotos und teilt sie auf Instagram, teilt sie auf Twitter, damit andere Leute davon erfahren, dass ihr für die Sache einsteht. Und dafür ist eben dieser Hashtag so wichtig. Das ist, worum es geht. Mit dem Hashtag verbinden wir alle gemeinsam Aktionen. Egal, was ihr macht, es ist geil, aber vor allem teilt es mit dem Hashtag, weil dann bringt es Stringenz in die Sache. Wir können nicht alle Menschen zusammen an einen Ort holen, aber wir können alle Menschen unter einen Hashtag holen. Also, in die Streikkarte eintragen, Profilbild holen, auf Twitter anmelden, wenn ihr es noch nicht habt, und vor allem zum Livestream anmelden. Geht ganz einfach und ihr seid dabei. Wunderbar. Ich glaube, wir sind an der Stelle schon fertig, oder, Kira? Wenn ihr Fragen habt oder sowas, schreibt den Account, schreibt uns. Wir haben ganz viele Informationen auf unserer Website. Es gibt neuerdings eine App, die heißt App for Future. Die gibt es in jedem App Store zu finden. Und auch da sind ganz, ganz viele Informationen nochmal. Da ist nochmal alles zusammengefasst. Also ladet euch gerne diese App runter. Ansonsten flutet eure Kanäle, ändert eure Profilbilder. Morgen machen wir diese Klimakrise groß, denn sie ist groß. Und dem werden wir gerecht. Okay, danke, dass ihr dabei seid, Leute. Und bye, oder?
Ja. Tschüss, bis morgen. Wir sehen uns.